Video. Die Shisha Brothers haben ihre Top 10 Shisha-Tabaksorten 2021 hochgeladen und da haben wir uns gerade im Stream gefragt, übrigens Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 19 Uhr auf YouTube und Twitch, da haben wir uns gerade gefragt, was könnte da denn drinne sein? Das gucken wir uns jetzt an. Und rein da. Grüße Gemüse. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha. Also wird es mal wieder Zeit für ein Top 10 Tabaksorten für das Jahr 2021. Finde ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Dann fangen wir an mit Platz Nummer 10 und das ist für mich ein Hersteller, den ich tatsächlich erst dieses Jahr entdeckt habe. Und zwar ist das Chumbaki. Und zwar auf der Nummer 10 ist für mich der Chumbaki Kuka oder Coca. Okay. Und zwar ist das der Cola-Tabak von Chumbaki. Ich bin ja noch auf der Suche nach einem guten Cola-Tabak. Vielleicht sollte ich mal den Chumbaki probieren. Chumbaki ist für mich einfach eine sehr, sehr leckere Cola-Note. Mein Platz Nummer 10 ist tatsächlich auch ein Tabak. Ach krass, also kriegen wir sogar 20 Sorten. Das ist natürlich wild. Und zwar der Chumbaki Flash Lime. Flash Lime soll sein Limette. Und die Limette ist wirklich eine sehr süße, herbe und spritzige Limettennote. Machen wir weiter mit der Nummer 9. Und zwar ist das Banger Tobacco. Und zwar der Happy Birthday. Inhaltstechnisch soll das krass. Ein Mix aus exotischen Früchten und Zitrone sein. Fand ich nicht übel, aber wäre niemals in meiner Top 10. Sein. Mhm. Und hier hat mir vor allem dieses geschmackliche Zusammenspiel sehr gut gefallen. Meine Nummer 9 ist der Smoke Ice Trip. Trip okay. Soll sein Zitrone, Limette, Smokies, Maracuja. Oder? Und ich fand es geil, dass das ein sehr ausgewogener Mix aus der Zitrone und der Limette war. Ich mag saure. Das Artwork ist geil. Und Tabak sehr gerne. Ja. So, von Smoke Ice ist tatsächlich auch eine Marke, die so ein bisschen underrated ist, meiner Meinung nach. Weil man gar nicht so viel von der Marke hört. Stimmt, und ja. Ich habe noch ein paar andere. Aber ich war auch von keiner Sorte, die ich geraucht habe, es waren nicht viele, krass beeindruckt. Aber den hatte ich auch nicht. Und die 8 ist tatsächlich der MBM Komaki. Geschmacklich Wassermelone, Blaubeere. SWG left the chat. Süße Zitrone und Eis. Also wegen der Wassermelone. Der Tabak an sich hat eine relativ frische Note mit dabei, die aber sehr, sehr angenehm ist. Und auch hier ist einfach wieder die geschmackliche Mischung, die mich da überzeugt hat. Meine Nummer 8 ist der Aquamenta Violet Dream. Oh ja. Ein der war nicht Pflaumentabak, ein Aroma, was ich davor noch überhaupt nicht kannte. War nämlich ein Pflaumentabak. Zu wild. Und der hat getaugt, der war echt gut. Einmal geraucht, direkt drin verliebt, direkt eine neue Dose im Anschluss nachbestellt gehabt und der Tabak ist wirklich sehr lecker. Kommen wir zum Platz Nummer 7 und das ist wieder ein Tabak von Chumbaki und krass. Zwar der Flash Grape 2 Fruit. Es gibt noch eine Flash Grape 1 Fruit, der trifft aber nicht so meinen Geschmack. Wo ist der Unterschied? Grapefruit 1 und Grapefruit 2 oder was? Oder wegen Cooling vielleicht oder so? Der Flash Grape 2 Fruit ist Grapefruit Eis. Und das ist gar nicht so ein Tabak, den ich unbedingt pur rauche, sondern wirklich sehr viel zum Mischen nehme. Mein Platz Nummer 7 ist der Somo Bloody Fusion. Das Ganze soll sein blutorange Maracuja. War von den neuen Somo-Sorten für mich auch einer der besten. Ja. Und ich finde eher, das ist eine süßlichere Blutorange, die trotzdem sehr, sehr lecker schmeckt. Und ich weiß nicht, das Aroma von dem Bloody Fusion kannte ich so auch noch nicht direkt. Mhm. Somo hat sowieso mit den neuen Sorten, die sie rausgebracht haben, bei mir wieder so ein bisschen was bewirkt. Mhm. Weil die alten Sorten, die damals vor DVD 2000 waren, die habe ich tatsächlich gar nicht so gefeiert. Was hat er gesagt? Weil die alten Sorten, die habe ich tatsächlich gar nicht so gefeiert. Digga, was? Alter, Somo fucking Legend. Fucking Legend, Digga. Was? Also, es ist ja Geschmackssache. Aber ich dachte, das wäre dieses eine Ding, wo sich die gesamte Shisha-Szene sicher ist und einig ist. Anscheinend nicht. Krass. Ja gut, ist Geschmackssache. Wenn das für ihn so ist, dann ist das so. Da gibt es nichts zu diskutieren, aber da war ich doch ein wenig überrascht. Mein Platz Nummer 6 ist Aquamenta Violet Dream. Ach krass, Flamex. Auch mit dabei. Geschmacklich, wie du schon gesagt hast, eine Pflaume. Einfach ein Aroma, das ich vorher so noch gar nicht kannte, wo ich mir das nie so wirklich vorstellen konnte, dass Pflaume als Shisha-Tabak funktioniert, aber wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Tabak. Wir machen weiter mit meiner Nummer 6
und zwar nochmal Somo, und zwar der Draco Travel. Das soll grüne Apfel-Drachenfrucht sein. Ja, der war nicht übel. Und auch hier finde ich das Mischverhältnis gut getroffen zwischen Drachenfrucht und Apfel. Und auch hier haben wir wieder eine Marke, die ich schon auf meiner Liste genannt habe. Und zwar den MBM Himiko. Aus der Red Line, geschmacklich japanische Himbeere, Limette, Kiwi, Eis. Und auch hier kann ich einfach wieder sagen, ist es das Zusammenspiel. Was würde ich für eine Dose Somo Maracuja geben? Mein Erstgeborenes oder so, falls jemand Interesse hat. Ne? Meldet euch beim Tausch. Spiel aus allen Komponenten, was diesen war ein Joke. Tabak für mich so lecker macht. Allgemein. Ihr kriegt die ersten beiden Kinder. MBM Tobacco finde ich einen brutalen Hersteller. Mein Platz Nummer 5 ist der Aquamenta Red and Green. Okay. Red and Green soll sein roter und grüner Apfel. Und auch hier wieder schön süß, sauer. Mein Platz Nummer 4. Die japanische Zitrone, indische Mango, Nashi-Birne und Eis. Und auch hier wieder. Ja. Aber ich finde eigentlich dieses Japanese-Style und die Artworks und so, finde ich richtig geil. Sollte man jetzt vielleicht keinen Tabak nach aussuchen, aber ich finde es richtig geil. Mein Platz Nummer 4 ist wieder einer von Aquamenta, und zwar der Colors. Okay. Colors soll ein sehr exotischer Früchtemix sein. Ich lese jetzt mal ein paar Früchte vor. Alle 18 möchte ich jetzt bitte hören. Dankeschön. Grapefruit, Grenadille, Kirsche, Maracuja, Traube. Persönlich kann ich jetzt keine bestimmte Frucht, ich auch nicht. Genau sagen, okay, das war die und die. Mhm. Es war aber sehr süß, sehr fruchtig und dieser ausgewogene Früchtemix aus vielen verschiedenen Früchten hat mir wirklich sehr getaugt. Also fand ich wirklich sehr lecker. Jetzt wird's spannend. Aber trotzdem Hersteller, den wir schon mal hatten, und zwar wieder Tumbaki. Und zwar... Basically die ganze Top 10 einfach Tumbaki und MBM. Der Splash. Krass, wir hatten keinen Holzer, ne? Kein Hukain, nix. Heftig. Lemon. Zitrone, Zitronenbonbon, Zitrone-Eis, wie man möchte. Ich habe verschiedene Angaben gefunden. Ist aktuell einfach mein Lieblings-Zitronentab. Mein Platz Nummer 3 ist der Savu Queen Bear. Soll eine Birnennote sein und ist für mich der beste Birnentabak, den ich so persönlich kenne. Eine sehr leckere, süßliche Birnennote. Mein Platz Nummer 2 ist genau ebenfalls der Savu Green Bear. Wie du schon gesagt hast, einfach der beste Sommer-Birnentabak oder Birnentabak auf dem Markt. Platz 2 ist bei mir ein Tabak, den der Paul schon genannt hat, und zwar der MBM Senshi. Senshi soll sein Birne, Mango, Zitrone. Es ist so krass, wie unterschiedlich das bei Leuten sein kann, ne? Also bei mir wären da jetzt, weiß ich nicht, also da war ja keiner von meiner Top 10 dabei. Also ich will damit ja nichts unterstellen oder so. Ich finde es nur krass, wie hart sich halt immer Geschmäcker unterscheiden, ne? Kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Und zwar ist es tatsächlich der Almasiva Sommer in Bayern. Krass. Ein Tabak, den du ja gar nicht so feierst. Ja. Und zwar ist es geschmacklich Himbeere, Wassermelone, Zitrone. Mein Platz Nummer 1 ist der Somo Ochi Purple. Ochi Purple soll sein Orangenlimonade, schwarze Johannisbeere. Ist gut, ja. Aber naja, Platz 1 weiß ich ja nicht, ne? Und bei dem habe ich mich tatsächlich... Für mich persönlich. Ich gebe ja nur meine Meinung dazu wieder. Ich habe schon im Geruch direkt verliebt gehabt. Ich war so froh, dass der auch im Geschmack so extrem überzeugt hat. Diese Johannisbeerennote mit dieser Orangenlimonadennote, meine Nummer 1, weil ich den so geil finde. Okay, krass. Ja, das war unsere Top 10. Wild, also Takeaway für mich, Geschmäcker sind geisteskrank unterschiedlich. Surprise! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.